is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die 144.000. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Am kristallenen Meer vor dem Thron, an jenem gläsernen Meer, das aussieht, als wäre es mit Feuer durchsetzt, so strahlt es von der Herrlichkeit Gottes, ist die Schar versammelt, die den Sieg über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens errungen hat. Sie stehen mit dem Lamm am Berg Zion und haben Harfen Gottes. 144.000, die aus den Menschen erkauft worden sind. Und man hört die Stimme wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen, wie großes Wasserrauschen und lautes Donnern. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron, ein Lied, das kein Mensch lernen kann, außer den 144.000. Es ist das Lied des Moses und des Lammes, ein Lied der Befreiung. Niemand außer den 144.000 kann dieses Lied erlernen, denn es ist das Lied ihrer Erfahrung. Eine Erfahrung, die keine andere Gruppe je gemacht hat. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Sie sind von der Erde entrückt worden aus den lebendigen Menschen und werden als Erstlinge für Gott und das Lamm bezeichnet. Diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Sie haben die Zeit der Trübsal durchlebt, wie es sie nie gegeben hat, seit es Menschen gibt. Sie haben die Zeit der Angst in Jakob erduldet. Sie haben die letzte Ausgießung der Gottesgerichte ohne Mittel durchgestanden. Aber sie sind befreit worden, denn sie haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. In ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig vor Gott. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie haben gesehen, wie die Erde durch Hunger und Seuchen verwüstet wurde, wie die Sonne die Menschen mit großer Hitze versengen konnte. Sie selbst haben Leiden durchgemacht, Hunger und Durst erlebt. Aber jetzt werden sie nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. The Lord is coming. Are you ready?